Klaus, vertraust du meinem Urteil? Ja, ein relativ junger, aber sehr, sehr würziger bernsteinfarbener Lowland Whisky, der dem Alex hier super gut schmeckt und der schon die halbe Flasche hat. Wenn er dich überrascht hat, dann vertraust du. Ja, der hat mich überrascht. Deswegen sage ich, probier ihn einfach aus und sag mal ganz ehrlich deinen Geschmack. Ich bin mehr der rauchige Typ. Ja, ich wirklich, ich bin mehr der Rauchige. Meine Frau sagt immer, das geht gar nicht. Ich fand das zu lustig, wo du gerade auf Whisky.de warst. Er ist... Nicht rauchig. Er ist nicht rauchig. Nein, er ist nicht rauchig. Probier ihn, aber du wirst ihn schmecken und wirst sagen, oh, ich bin überrascht. Habe ich irgendjemanden zum Anstoßen? Ja. Slanchewa. Lecker. Alle sind lecker. Ganz nice. Ja, brauchst du. Der schmeckt, ne? Das habe ich auch gesagt. Also es ist ein Frauenwhisky, der nicht so hart ist, der sanft ist. Aber der hat trotzdem Charakter. Wenn du jetzt einen alten Park hast, dann kommt jetzt das torfige, rauchige hinten raus. Und der ist einfach nur, wo du sagst, den probierst du und sagst, der ist aber lecker. Der finde ich absolut geil. Ein absoluter Hype ist der Coral Rack. Ja. Und ist auch einer meiner Lieblinge. Und der hier, Skapa 16 Jahre. Ist ja auch immer ein Lecker. Talisker ist auch immer toll, aber der Skapa ist noch eine Nummer runder und trotzdem Inselcharakter und so. Jetzt Schluss mit Endlos? 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 Was endlos? Was er gerade bezahlt hat? Ja, so ungefähr. Die ganze Flasche ist ein bisschen geil. Eben, einmal durchprobieren. Das ist schon lecker, ne? Ich glaube, es gibt nur eins, was besser ist. Mal riechen. Sex mit meiner Frau. Ja. Den Lagerwullen gönne ich dir. Und der ist noch mild. Der Artback oder so ein Octamore oder sowas, ja, da zieht dir ja die Schuhe aus. Meine Frau kommt nach Hause. Ich habe einen ganz alten Artback aufgemacht, ins Glas gefüllt. Und habe irgendwann mal gesagt, ach, weißt du was, das Glas bis aus dem Nüssel ist leer. Ich gehe jetzt ins Bett und habe ihn stehen lassen. Meine Frau kommt nach Hause und scheißt mich am anderen Morgen zusammen und sagt zu mir original, sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Sag mal, musst du eigentlich eine Zigarre bei uns in der Küche rauchen? Ich sage, ich habe gestern überhaupt gar keine Zigarre. Das stinkt. Ich sage, ich habe nur einen Whisky getrunken. Ja, ja. Sagt sie, das riecht original, als wenn du eine Zigarre geraucht hast, hast du den Aschbecher gepackt und hast die da ausklimmen lassen. Und es schmeckt, als ob du auf einem Stück Torf rumkommst. Und das ist das, was die Leute wollen. Und ich sage immer, das war so lecker, ganz genial. Hinsetzen, probieren, Stückchen. Genial. Einfach nur genial. Lagavulin ist ja ein Spitzenprodukt der Firma Lagavulin. Wer hätte das gedacht? Und zwar ist das einer der Six Classical Malts of Scotland, der die Insel Islay vertritt in der, im Geschmacksranking der verschiedenen Whisky-Regionen. Und zwar vertritt er halt so die sehr, sehr komplexe Torfigkeit. Also viele andere Geschmäcker drin und fein ausgewogen und eben komplex und ist nicht so ein, wilder Rabauke wie jetzt ein Artback oder manche Bowmores oder so. Und hier auf dem Schloss Solimburg, so eine Nummer, so einen geilen Whisky, geiles Whisky-Tasting. Slanchewa. So muss das sein. Slanchewa, liebe Leute.
Rügen. Wie war das vor das Gesicht halten? Schlanche war. Schlanche war.